Jo, der Alex ist noch dabei, sich hier das Rathaus hoch zu prügeln. Also hier dauert es noch einen Tag, aber beim Donnerbengel bin ich endlich fertig. Wir haben, wir haben wieder ein Rathaus 11, Leute. Und damit erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, der eigentlich gar nicht so viel Clash of Clans im Moment spielt. Aber ich meine, ich will die Dörfer hier jetzt auch nicht verkommen lassen und habe einfach schon mal ein bisschen vorgeprescht. Es gibt natürlich neue Sachen. Ihr seht es ja auch im Bild. Es gibt den Warden für mich und das ist immer eine besondere Freude, finde ich, so in Clash of Clans, wenn du neuen Helden dazu bekommst. Und ähm, der neue Held soll auch nicht lange auf sich warten lassen. Wir wollen ihn natürlich mitnehmen. Auch auf Level 1 hat er seine Daseinsberechtigung. Ganz, ganz sicher. Aber wir ziehen erstmal, ich habe so ein bisschen... Bisschen aufgeräumt. Wir ziehen erstmal die, die paar Sachen aus dem Shop, die wir so brauchen. Ähm, das ist übrigens hier tatsächlich so gewachsen. Das habe ich nicht mit Schaufeln gemacht. Ich schwörs, Das habe ich nicht mit Schaufeln gemacht. Das ist hier wirklich so gewachsen. Und ähm, ich baue sie halt nicht ab, weil es halt so schick ist, aber so ein paar Sachen stören mich hier dann doch so ein bisschen so in der Base. Ähm, die Laterne hier, meine, ich hätte sie jetzt auch umsetzen können. Da oben ist auch noch eine mitten im Feld. Eine behalte ich eigentlich immer von solchen Sachen. Die haben wir noch hier unten. Und ähm, ja, die behalten wir auch. Hier ist auch noch so eine mittendrin. Ah, die ist ja schick, ne? Die ist ja schick. Die könnten wir jetzt mit der Schaufel irgendwie an den Rand packen. Ja, Mal gucken. Aber wir nehmen die auch, wir nehmen die auch ruhig mal weg. Ist nicht so tragisch. Ähm, dann haben wir ein bisschen, bisschen Platz, um hier die Sachen auch zu bauen. Vor allen Dingen, äh, eine Sache, glaube ich, kriege ich jetzt gleich nicht aus dem Shop raus. Ist aber nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Ähm, denn äh, die Mauern habe ich schon mal für euch vorgebaut, also eigentlich steht da oben bei Defenses 5 Stück. Und ähm, aber ihr seht hier bei der Army hat sich natürlich was getan. Da fehlt uns er hier, der Held fehlt uns und da soll er platziert werden. Eigentlich sucht sich Clash of Clans immer ein nettes Örtchen für für den neuen Helden, aber da ist er. Da haben wir den Grand Warden freigespielt und oh, den nehmen wir gleich mit in der Armee. Eben mal die anderen Sachen bauen. Die brauchen ja auch nicht so wirklich lange. Also, wir haben hier Defenses und zwar, ui, wir kriegen Kanönchen dabei. Wie niedlich. Wir kriegen Kanönchen dabei. Wunderbar. Ein Kanönchen, ein Bogenschützenturm, dieses Klappergestell, wie Sky immer gesagt hat. Das Klappergestell kriegen wir dabei. Noch ist es ein klapper aber ich werde die Defenses in jedem Fall natürlich hochziehen. Drei Stunden, drei Tage, sieben Tage. Hm. Okay. Das ist jetzt alles ein bisschen teuer. Das können wir im Moment nicht machen. Und die braucht auch Non. Okay, die brauchen Non. Und Non nehmen wir immer gerne mit, denn die ist sofort fertig hier. Das heißt also, ich habe die maximale Amount of the Straps. Okay, ich habe also die maximale Anzahl der Tornadofalle. Es gibt nur... Eine. Wunderbar. Base baue ich mir eher nicht, die kopiere ich mir von irgendjemandem dann ab. Ja, mal gucken, vom Avatar oder oder sonst woher. Aber wir haben ja erstmal noch so ein paar, paar andere Sachen hier zu machen. Was ich jetzt wirklich wenig habe, habe ich festgestellt, sind eigentlich Ressourcen. Ich habe hier nicht wirklich viel angesammelt. Also ich habe die letzten Klarkriege hier nicht mehr mitgespielt und habe eigentlich jetzt auch nicht mehr so viel. Würde aber ganz gerne forschen. Ich würde A ganz gerne forschen. Ich würde B ganz gerne ein bisschen was bauen. Und ähm, da gucken wir mal, wie wir zugange kommen, wenn wir hier noch so ein bisschen was aus dem Pass rausholen. Ähm, oh, okay. Verkau oh, verkaufen will ich im Moment gar nichts. Verkaufen will ich im Moment gar nichts. Dunkles können wir im Moment nicht nehmen. Hero Potions habe ich, glaube ich, alle immer genug. Und das war es dann auch. Also, ich muss hier ein bisschen Pass spielen, dass ich hier noch so ein bisschen rausbekomme. 1,5 Millionen, 1,5 Millionen. Hier gibt es nochmal Dunkles und ein Heldenbuch. Okay, im freien Pass. Wunderbar, damit könnte ich eigentlich mein Labor fertig machen. Ich mache mein Labor fertig, denn das ist das, was wir in jedem Fall brauchen. Sechs Tage läuft das Teil, dann nehmen wir den Hammer für. Ich habe auch nicht so viele Hammer, muss ich sagen. Und wollte jetzt eigentlich kurz mal gucken, ähm, was, das, was das kostet. Oh, ist das alles teuer. Okay, Max-Level-Truppen haben wir aber immer noch. Nämlich die, die Kobolde sind immer noch Max und auch der Blitzzauber bleibt Max auf Rathaus 10 muss man sagen, denn die hatte ich ja vorher schon oben. Also fertig gelevelt und ich wollte eigentlich, ah, guck mal, die Bowler, die Bowler kann ich machen. Wunderbar, die Bowler können wir ja, können wir anstarten für 160.000 und wir können sie auch gleich fertigstellen, denn ich möchte auch mit diesen Accounts hier wieder in den Clank kriegen oder möglichst früh in die Clankriege rein. Allerdings muss ich jetzt eben mal checken. Eigentlich lohnt sich das Unibuch nicht, weil ich kann nichts nachforschen im Moment. Also so wirklich lohnt tut sich's nicht. Wenn ich hier jetzt alles raushole, das sind nochmal 16.000 und wir suchen uns hier was Billiges aus, vielleicht ähm, Riesenhexenbola, die kosten auch 160.000. Also so richtig lohnt es sich nicht. Wir müssen jetzt erst wieder ein bisschen dunkles reinfahren. Ähm, Elex äh, ist so, sowieso, ja, seht ihr seht, bei mir jenseits von Gut und Böse. Ich habe halt nichts. Ähm, oder ich habe halt sehr, sehr wenig und kann jetzt noch nicht mal das machen, was ich eigentlich weitermachen wollte. Denn ich habe noch vier Hämmer, Vier Hammer. Und zwar, was muss noch, was muss, was muss hoch? Das Armeelager muss hoch. Die Kaserne muss hoch. Kostet aber alles ein, ein Bauhammer oder ein Baubuch. Hier habe ich neun Miller, habe ich gar nicht. Ich muss echt hart farmen hier. Kann man nicht anders sagen. Ich habe aber noch ein Heldenbuch und ähm, zwei Heldenbücher. Die nehme ich jetzt allerdings jeweils für ein Level King und ein Level Queen der worden soll bei mir ganz normal leveln, dem gönne ich so ein Buch, muss ich leider sagen, beziehungsweise so ein Hammer, den gönne ich so ein Hammer nicht, muss ich ehrlich mal so sagen, und die Armeelager müssen in jedem Fall hoch, wir machen erstmal eins hoch, zehn Tage laufen die auch, das heißt, wir nehmen eins davon und haben jetzt eigentlich hier auch noch Hammer, Hammer, die wir nachkaufen können, nämlich zwei Stück, eins, zwei, ich habe ganz gut angesammelt da unten die Marken, und ähm, also das sieht ganz gut aus. Warum wird mir da oben... Ach so. Ach so, ja, das ist doof. Ich könnte jetzt eigentlich zwei Truppen hochmachen. Denn ich könnte die doch fertig machen mit dem Unibuch. Schade, dass man hier nicht tauschen kann. Ich hätte sie mit dem Hammer machen können, glaube ich. Ne? Ah, ich bin auch so ein Dussel. Ich bin auch so ein Dusi. Ich hätte sie ja mit dem Hammer machen können. Dann hätten wir gleich Riesenhexenbowle auf dem maximalen Level für Rathaus Level 11. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, mach, machen wir vielleicht noch. Machen wir vielleicht noch. Okay, ähm, ähm, wie sieht es denn eigentlich mit den, mit den Lagern aus? Gehen die ein hoch, ach, die gehen auch noch ein hoch. Okay. Ja, ich habe ja jetzt fünf Bauarbeiter zu beschäftigen. Ähm, das, was ich in jedem Fall immer mache, wir ziehen die hier immer mal kurz nach. Dann können wir jetzt auch ein bisschen Farm gehen. Das Ding kann ich auch endlich mal abholen hier. Und Spiel eine Stunde 22. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin. Und dann würde ich sagen, wir können ja noch zwei Bobs hier beschäftigen, dann würde ich sagen, wir nehmen das Lager hier einmal. Drei Tage laufen die auch nur. Und wir nehmen das Lager einmal. Läuft auch drei Tage. Ich habe ja jetzt noch ein Baubuch äh, bzw. ein Bauhammer. Das nehmen wir für die Klarburg. Ein großer Zauber hier drin. Zehn Tage, nichts da. Hauen wir uns hoch. Dann haben wir das gleich fertig. Und jetzt habe ich noch einen Heldenhammer. Ich habe gesagt, der King. Geht ein Level hoch, also 41, auch 10 Level geht eigentlich hier bei Rathaus Level 11. Bei 12 und 13 ist es wesentlich schlimmer. Ich weiß, wir haben, jetzt, wir haben jetzt nicht so wirklich viel, aber ich will mal noch ein bisschen was raushauen. Wir machen hier die Mauern mal ein bisschen hoch, denn die kleinen Mauern sehen ja gruselig aus. Sie sehen echt mal gruselig aus. Und äh, mal sehen, wie weit wir damit kommen. Die Mauern hier nachzumachen und das war es jetzt auch schon. Okay, wir haben aber schon eine ganz schicke Farbe jetzt, ähm, was, die, äh, was die Mauern angeht, und äh, sie werden ja in jedem Fall billiger. Ähm, aber einige fragen ja immer, Toto, warum hast du den Client auf Englisch? Das kann ich euch immer wieder an die Hand legen, ab und zu mal auf Englisch umzustellen. Ich weiß, dann gibt es natürlich die deutschen News nicht im englischen Client, aber ihr seht das hier. Der englische Client hat eine Registerkarte, so nennt man die Dinger da oben, ähm, mehr als der deutsche Client. Denn hier hat man, ich bin ja jetzt gerade eben auf Ratus Level 11 gegangen und hier hat, hat man gleich, so, ihr seht das da, best attack Strategie in 2020 mit Rathaus 11 von verschiedenen ähm, YouTubern und äh, direkt, man kann direkt reinspringen und kann sich die Sachen angucken, die jetzt vor allen Dingen hier neu für das ähm, Rathaus sind und mit dem Explore hier einmal, dort könnt ihr sehen neue Units, ähm, das sind halt so Erklärungen. Wenn ihr Clash of Clans noch nicht so lange spielt und jetzt auf dieses Rathaus hier geht, dann ähm, könnt ihr hier so ein bisschen nachlesen und auch gibt es hier einen Link ins englische Wiki, sodass du auch so ein paar technische Daten hast, wie viel Schaden macht der Adler, in welcher Range und so weiter. Also ich finde es ich find's wirklich gut, man kann hier auch nochmal, glaube ich, auf Town Hall 10 springen. Also hier ähm, kann man oben in alle Rathausstufen rein, aber wir sind ja jetzt erstmal auf äh, 11. Und wir können jetzt auch nicht, ihr seht das rechts, gibt's nicht nach 12 und 13. Also da müssen wir, das müssen wir jetzt leider werden. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen jetzt noch ein bisschen farmen. Okay, wir müssen ein bisschen farmen. Und zwar ein bisschen viel farmen. Aber wir haben jetzt einen Warden dabei, der noch nicht zündbar ist. Ist ein bisschen, ist so ein kleines, so <laughs> kleines Hindernis. Ist aber nicht so schlimm. Und ich bin von der Liga her jetzt auch nicht so hoch. Ähm, natürlich habe ich jetzt noch zweimal eine etwas mächtigere Armee dabei. Ähm, danach machen wir das anders. Oh, wow. <lacht> shit. <lacht> okay. Natürlich nicht shit, da ist er. Alter, Falter und alle Schöne in den Minen- und Sammlern, ähm, die nehmen wir natürlich in jedem Fall mal mit. Ich muss mal gerade gucken, der hat auch so einen kleinen Worden da. Da hat er eine Prinzessin. Und ich habe ein Queen, 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 Queen Charge dabei. Ein Queen Church dabei, okay. Ein bisschen viel Balance, aber ist nicht so schlimm. Ähm, dann nutzen wir das eben nochmal aus, dass wir hier eine etwas tatkräftigere Armee am Start haben. Und wir nehmen das da, das da, den nehmen wir mal dort. So. Ja, ja 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 endlich wieder auf Rathaus Level 11 farmen hier. Unabprächtig, muss ich mal so sagen und oh, ich habe ein bisschen viel Gift jetzt dabei. Uh, ich habe ein wenig viel Gift dabei. Shit, shit, shit. So, mal gucken, wo die ganzen vielen Mauerhainis hingehen. Oh die <laughs> heftig, heftig. Oh mein, mein, meine Queen darf mir da nicht. Oh die wäre fast gestorben. Okay, die wäre fast gestorben. Ich habe aber jetzt dort Beide Helden am Start. Den klingt ziemlich mal, dass die Queen vielleicht jetzt ein bisschen reingeht. Jawohl, das macht sie auch wunderbar. Äh, jetzt muss ich mal eben überlegen. Ich habe hier Riesen drin. Okay, das, das ist aber nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm, dass ich ein paar Riesen habe und ich habe noch 35. 35 von denen, okay. Junge, Junge, ist das viel loot hier für mich. So, das mache ich hier mal außen. Mit den 35. Die gehen da sogar rein. Wunderbar. Und dann nehmen wir mal, glaube ich, jetzt hier unsere Bola. Äh, Bola. Und den, und den neuen Worden nicht. Ich meine natürlich nicht den Bola. Ich meine natürlich die Miner. Gute Farmtruppe, die Miner. Ich habe jetzt ein bisschen viel Gift. Muss ich jetzt gerade feststellen. Ich muss hier irgendwie noch so ein Gift loswerden. Oder gucken. Ähm, das könnte ich eigentlich. Das könnte ich eigentlich dort. Und. Und hier bei den Helden, oh, ich kann den ich kann den natürlich jetzt nicht zünden. Wo sind denn eigentlich meine ganzen meiner? Ah, oh, ja, 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 ich komme ganz durcheinander, Leute. Ich komme ganz durcheinander. Wie lange habe ich hier kein Rathaus Rathaus 11 gespielt mit Worten? so viele Truppen hier. Okay, da geht's aber da noch mal lang. Wunderbar, Denn wir geben ruhig alles aus. Das ist nicht so schlimm. Wir sparen hier nicht am am falschen Ende. So, die zünden wir jetzt aber schon mal. Da haben wir jetzt auch einen Adler. Oh, wir müssen ja noch ganz, ganz viele Adler vor allen Dingen machen. Und jetzt gucken wir mal, dass vielleicht unsere Prinzessin noch ein bisschen irgendwo hingeht. Ja, sieht ganz gut aus. Das sieht gut aus, den Raum. Den Räumen müssten wir eigentlich abräumen. Oder oh, da, da oben das Lager. Und hier unten. Oh, schade, der eine Sammler hier noch. Queen vergiss doch nicht den Sammler. Aber guck mal, der Worden, der 1er Worden. Jawohl, der bringt es. Ich freue mich echt. <laughs> aber ich kann das Ganze diese Woche ja nochmal machen. Das halte ich dann nur nicht für euch fest, aber ich wurde auch in den Livestreams gefragt, Thorsten, ähm, machst du eine Folge, wenn du auf Rathaus 11 gehst? Ja klar, machen wir da eine Folge. Keine Frage. Die Freude möchte ich doch mit euch teilen. Alter, was für ein geiler Loot. Die Freude möchte ich ja mit euch teilen. Und ähm, allerdings habe ich jetzt auch ein bisschen viel gerade ähm, hier ausgegeben. Das heißt, wir trainen das mal nach. Wir machen hier mal so, so ein bisschen was und nehmen wir mal noch ein Frost, ist egal. Die kommen jetzt in jedem Fall nach hier, 11, 11. Ach nee, ich habe ja schon ein paar mehr. Uh, Leute, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ich kann ja hier schon fünf Trubis mehr bauen. Stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. Habe ich nicht daran gedacht, dass wir jetzt ja schon ein bisschen mehr haben durch das eine Lager. Und ähm, dann würde ich sagen, wir nehmen mal was im Boost hier. Sonst lohnt sich das, die ganze Unternehmung ja nicht. Denn ich muss auch noch das Clanspiel spielen. Und äh, dann ja, hoffen wir mal, dass die Clanbuch denn auch irgendwann mal im Boost ist. Also kurzer Cut, bis ich wieder Truppen habe. Und dann können wir, glaube ich, auch gleich wieder los. Die Helden müssen dann wieder soweit sein. Passt schon. Alter, pervers, echt. <laughs> ich finde hier einen Gegner nach dem nächsten. Die sehen alle so aus. Es ist echt der Hammer. Aber ich habe auch noch nicht die passende Armee am Start. Die habe ich jetzt gleich erst am Start. Ihr wisst. Die grünen Totos kommen wieder raus, hier die nächsten 200 Folgen auf den Rathaus Elbern. Und ähm, Alter, es ist gigantisch. Aber der hat auch schon Adler. Oh, der hat auch schon Adler. Okay. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen und er hat so ein Ding da. Äh, 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 nehmen wir den mal da. Okay. Dann gehen wir mal rein, wo wir mal die drei Minuten hier nicht ganz verstreichen lassen. Und ein paar Heiler damit zu. Ich habe hoffentlich die passenden Zauber. Ja, ich habe jetzt auch einen großen Zauber, wunderbar. Also, mit einem großen Zauber meine ich, ich habe jetzt einen Wutzauber hier im, ähm, in meiner Clanburg, denn die habe ich mir nicht umsonst eben hochgeballert. Ich meine, ich habe jetzt den Hammer ja tatsächlich nur dafür genommen, dass ich ein bisschen mehr Truppen, beziehungsweise ein bisschen mehr, nicht, noch nicht mal Truppenplatz, 35 Truppen hatte ich ja vorher auch schon, aber nur für den Zauber den Hammer verbraucht, ist auch, ist auch der Hammer, was man hier verbraucht, nur um so einzelne Sachen hier hoch zu pushen. Okay. Wir nehmen aber hier jetzt mal unseren King rein, denke ich mal. Der ist ja ganz gut aufgehoben. Und unsere Queen kriegt jetzt allerdings schon ein bisschen Beschuss. Ich habe ein paar Mauer hier dabei, okay. Ähm, ich gucke mal, wo wir die einsetzen können. Ich gucke mal, wo wir die irgendwie einsetzen können. Und äh, was habe ich hier am Start? Ähm, Pekka riesen okay. Dann nehmen wir mal hier nochmal so ein paar Magier. Und oh, mein King, mein King, mein King, na 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 na, King. Macht das nicht. Oh, ich habe keinen Sprung dabei. Okay. Vielleicht sollte ich nächstes Mal einen Sprung mitnehmen. Dann kann ich auch wenigstens irgendwo rüber springen. Aber hier gehen ja jetzt schon meine Truppen ganz gut durch. Und ich muss mich da jetzt auch mal langsam so ganz leicht dran gewöhnen, dass ich ja einen Zauber mehr habe. Okay. Dass ich einen Zauber mehr habe. Und die Queen dort, dort, dort. Ich gucke mal. Die gegnerische Queen ist jetzt schon weg. Okay, die ist schon weg wunderprächtig und der inferno geht auch kaputt da unten der ist sowieso hin okay dann können wir die mal von hier glaube ich wir lassen die mal von hier mitgehen von, von da oben so der warden dann vielleicht auch ein bisschen in oh die sind nicht ganz in der aura da ist aber nicht so schlimm glaube ich das packen die hier ganz ganz easy meine meiner yo alter falter ah das hol ich der ludgott aber echt mal mit mir das muss ich ausnutzen so eine phase das kennt ihr selber. Wenn man mal so richtig, so richtig dabei ist hier mit, mit Lot, dann musst du es einfach ausnutzen. Ich mache jetzt auch ein paar Pokale. Ich weiß, das ist vielleicht an der Stelle ein bisschen doof, dass wir hier ein paar Pokis machen. Äh, die, die mache ich mit irgendeinem Clanspiel wieder weg, so, wo ich nur so einen Helden snacken muss oder so. Ähm, dann ist das ganz schnell wieder Geschichte, weil ich will jetzt auch nicht so hoch steigen. Ähm, aber so ein paar Sachen kann man ja immer ganz gut mitnehmen nämlich für die ganzen Taten, mache ganz viele X-Bögen, mache ganz viele Adler, mache ganz viel, 100% vor allen Dingen, denn ich muss hier ja dieses Kleinspiel beenden, mache ganz viel Infernos, alter Falter. Wir machen aber, wir, wir, wir machen in jedem Fall noch einen Angriff danach, denn ich habe ja hier nach die Kobolde am Start und die will ich, da will ich natürlich mal wieder mit farmen, aber alter, guckt euch das an, das waren jetzt zwei Kämpfe hintereinander. Meine Herren, ey. Bonus auch noch. Und die Challenge hier werde ich in jedem Fall schaffen. Denn auch mit, den, mit, den, mit denen hier geht ja ein bisschen was. So, was hatte ich denn gesagt? Ach, wir brauchen irgendwie mal einen Sprung oder sowas, ne? Hier haben wir jetzt ein bisschen zu viel davon. Und dann nehmen wir den auch noch raus. Dann haben wir hier, mehr, dann haben wir hier mal einen Sprung für unsere Meuter. Sprung, Wut. Zwei davon. Noch ein Wut kann ich schaden. Ein Heilzauber ist eigentlich, weiß ich nicht, ein Heilzauber brauche, brauche ich nicht wirklich. Da könnte ich da mal irgendwas Funniges nehmen, hier so zwei skelette oder so. Ähm, keine Ahnung. Aber sieht erstmal ganz gut aus. Also wenn ihr auch auf Rathaus 11 gegangen seid, so richtig zeitnah wie ich, dann schreibt mir das ruhig unten in die Kommentare rein. Würde mich freuen, dann können wir das, können wir zeitgleich challengen hier, betteln Und ähm, ich mache nochmal einen kurzen Schnitt. Und dann auch rollen wir hier die Totos nochmal aus. Okay, mal schauen, wie weit wir mit so einer <laughs> abgespeckten Armee hier kommen. Ähm, oh, das. Äh, Alter, die haben alle so viel Loot hier. Ich meine, der hat das jetzt zwar da, da außen, aber wir snaggen uns erstmal hier so ein bisschen was weg. Würde ich es mal, mal so sagen. Wir nehmen erstmal das, das dunkle Zeug hier mit. Und ähm, so, die kleinen Totis hier. Und auch auf der anderen Seite machen wir das eben mal. Dann haben wir das schon mal. Im Sack. Okay, das sieht ganz gut aus. Der hat, der hat natürlich da, da hinten immer einen Bombenturm und hier unten auch einen Bombenturm. Okay. Ich überlege gerade, wie wir das am einfachsten machen hier. Ich überlege mal gerade, wie wir das am einfachsten machen können. Das könnte der Päcker eigentlich machen. Das macht er auch. Da kann ich gleich vielleicht mit meinen Helden reingehen. Und helfen wir hier einfach mal. Vielleicht mit beim Mauerbrechern. Allerdings ein bisschen doof eigentlich. So, mal sehen. Die sollen mir das da wegholen. Das sieht aber ganz gut aus. Und holt euch das viele, viele Elex da. Jawohl. Ah, die Magiertürme sind natürlich ein bisschen heavy. Okay. Aber wir haben schon mal so ein bisschen was mitgenommen. Von dem Lager. Die snacken das aber auch schnell weg. Maxed out von den Kollegen hier. Okay. Dann nehmen wir uns einmal diese Ecke hier oben komplett mit. mit Denen dort. Einmal hier die Mauerbrecher rein. Eins, zwei, drei. Wir gucken mal, weit die da reingehen können. Jetzt müssen die holen sich natürlich jetzt erstmal die Lager hier außen. Okay, da ist ja auch noch ein bisschen was drin. Gar keine Frage. Und dann sollen die hier aber mal ein bisschen reingehen. Noch zu den Lagern. Die bringen wir hier kurz mal einmal in Wut rein. Ja, da holen wir jetzt nicht alles mit. Klar, da hole da hol ich natürlich jetzt nicht alles mit. Gar keine Frage, aber so einen kleinen Großteil nehmen wir davon. Nehmen wir davon schon mit und dann nehmen wir hier einmal unsere Helden mal mit rein. Queen geht natürlich vorbildlich außenrum, da keine Frage. King geht daher, ja, okay, wir kriegen jetzt nicht ganz so viel von dem dunklen Zeug und der Worden, obwohl der Worden könntest es da eigentlich nochmal, aber der geht jetzt auf den Helden, oder? Na ne, der geht da auch aufs Lager. Okay, mal, mal sehen, die Queen noch außen. Aber ja, jetzt verliere ich natürlich A-Pokale und B, nehme ich natürlich nicht mehr alles mit. Jetzt schießt der Adler hier schon auf mich. Queen, da vorne ist die Mauer auf, ne? Wollte ich dir nur noch mal sagen. Okay, aber egal, die lässt sich jetzt erstmal schön vom Adler hier runterballern. Naja, ich mache erstmal jetzt so weiter. Ich hoffe, ähm, dass ich heute noch irgendwie so den Adler rauskriege, aber es war ja ganz in Ordnung. Es war ja ganz in Ordnung. Ja, abgespeckte Armee war aber in jedem Fall in Ordnung. Die Challenge werde ich auch noch schaffen. Und da mache ich erstmal so weiter. Also es gibt erstmal Ziele. Wir müssen den Adler noch bauen. Wir müssen die Armeelager weiter ausbauen. Wir müssen den Worten Minimum auf fünf kriegen. Also, ich habe erstmal was zu tun. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einfach jetzt am Ende einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Und Glocke stellen, dass ihr kein Video von mir verpasst. Dieses hier ist jetzt mal ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, das war mal wieder nicht so schlimm, Leute. Bleibt gesund, fühlt euch gedrückt. Bis dahin, euer Toto Escht.